Bevor es dann am 15. Juni für Deutschland so richtig in die Europameisterschaft hineingeht, haben sich die Elf von Jogi Löw nochmal zwei Testspiele vorgenommen. Einmal heute am Mittwoch gegen Dänemark und Montagabend dann noch gegen Lettland. Dieses hier findet in Österreich in Innsbruck statt, im Tivoli-Stadion. Dänemark, eine besetzte Mannschaft von Spielern, die wir teilweise aus der Bundesliga kennen, hier beispielsweise mit der Nummer 20 Yusuf Paulsen, dürfte also keine einfache Aufgabe werden, ist wirklich ein europäisch hochwertig besetzter Gegner. Aber Deutschland trotzdem in der leichten Favoritenrolle, muss sich jetzt erstmal wieder finden. Ein paar Spieler fehlen noch aus dem Champions League Finale, zudem Goretzka und Musiala leicht angeschlagen, stoßen erst später dazu. Aber die erste Möglichkeit, sie gehörte der deutschen Nationalmannschaft. Kimmich mit der Vorlage. Bayern Co-Produktion. Serge Gnabry nimmt den Ball noch einmal an, aber nicht optimal, sodass Schmeichel rauskommt und den Ball parieren kann. Die Anfangsphase gehörte klar Deutschland. Jogi Löw konnte durchaus zufrieden sein. Sehr dominantes Auftreten. Dänemark kam bislang noch nicht wirklich nach vorne zur Geltung. Diesmal Gnabry zum Abschluss gekommen. Ein weiteres Mal der Ballbesitz bei Gnabry. Der in der Spitze konnte hier einem durchaus gefallen. Trifft dann im Nachschuss nur das Außennetz. Viel hatte aber nicht gefehlt. Löw ärgerte sich. Dann der Ballgewinn von Hummels. Gosens, Müller, Sané. Wird sehr schnell gespielt. Etwas zu schnell für Dänemark. Und das 1:0 für Deutschland. 38. Minute. Robin Gosens, der Mann von Atalanta Bergamo, bringt die Führung. Hummels, ja, der eben zurückgekehrt ist mit Thomas Müller in die Nationalmannschaft für diese Europameisterschaft. Sicherlich extrem wichtig, konnte sich hier direkt mal in den Fokus spielen. Dänemark konnte nach vorne nicht wirklich viel bislang erzeugen. Deutschland machte das defensiv sehr gut und konnte jegliche Gefahr vermeiden. Knappe Stunde gespielt. Nun, Dänemark musste auch mal stärker werden, auch wenn es nur ein Testspiel ist. Man möchte ja auch gute Ansätze sehen. Yusuf Paulsen bekommt da zu viel Platz. Wird dann im letzten Moment da noch von Süle gestellt. Der schiebt sich da rein mit seinem ganzen Körper, klärt mit dem Oberschenkel zum Eckball. Aber auch daraus konnten die Dänen keinen Profit schlagen. Noch knapp 20 Minuten. Kimmich hat das Auge für Serge Gnabry. Und diesmal ist er auch erfolgreich. 2:0. Wieder Kimmich. Der legt hier einiges auf. Konnte da im Mittelfeld schalten und walten, wie er wollte. Schaltete sich permanent nach vorne mit ein. So dass Gnabry jetzt auch seinen Treffer erzielen konnte. 2:0, eine knappe Viertelstunde vor dem Ende. War schon ein relativ deutliches Ergebnis. Aber die Defensive, ja, sie hat immer wieder mal Probleme bei Deutschland. Und so auch hier. Dolberg mit dem Ball zu Mähle. Der Abschluss, naja, etwas sinnbildlich für die Offensivbemühungen von Dänemark. Es waren eben nicht mehr als diese Versuche, die im Ansatz mal in Strafraumnähe zu Tormöglichkeiten führten. Aber viel mehr eigentlich auch nicht. Schlussphase, nochmal Dänemark. Deutschland hatte einige Gänge zurückgeschaltet. Thomas Delaney, Eriksen, Højbjerg, 2:1 in der 90. Minute. Zumindest mal noch der Anschlusstreffer, Ergebniskosmetik für Dänemark. Und sollte das jetzt für Deutschland tatsächlich noch schief gehen in der anberaumten Nachspielzeit. Es wäre ein wenig typisch für die Nationalelf aus den vergangenen Jahren. Aber Hummels und Co. konnten sich danach wieder fangen. Es blieb beim 2:1. Sodass der Treffer von Højbjerg nicht mehr war als Kosmetik. Verdienter Sieg für Deutschland, defensiv lange Zeit stabil, am Ende ein bisschen gewackelt, aber der Sieg ist erstmal gut fürs Selbstbewusstsein.